In Sachsen ist das Gendern an allen Schulen jetzt tabu. Unterstriche, Sternchen und Doppelpunkte werden jetzt sogar als Fehler gewertet. Dabei beruft sich das Kultusministerium auf die Vorgaben des Rates der deutschen Rechtschreibung. Statt der Gendersternchen empfiehlt das Ministerium Paarformen wie Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer oder neutrale Formen wie zum Beispiel Jugendliche. Ziel sei eine für alle verständliche Sprache. Und bevor jetzt eine oder andere Schnappatmung bekommt, das ist kein Verbot. Hier wird nur verhindert, dass eine ideologisch aufgeladene und grammatikalisch falsche Sprache an Schulen unterrichtet wird. Und dabei geht es ja an Schulen, die richtige Rechtschreibung zu lernen. Privat und zu Hause darf jeder weiter gendern, wie er möchte, nur eben nicht in der Schule. Denn Schulen sind wie Universitäten und auch Ministerien öffentliche, staatliche, steuergeldfinanzierte Behörden. Und die sind nicht dafür da, um ideologische Minderheitenprojekte zu bewerben und der breiten Masse vorzubilden. Denn eines ist Fakt, die übergroße Mehrheit der Deutschen will nicht gendern. Gendert ihr? Oder was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt's gerne in die Kommentare.